Ja, dann etwas getrennt, wenn sich die anderen irgendwo verteilen. Jasper der Wandler und Kiaras. Wie kann ich euch zu Diensten sein, Karinor? Nun, es ist viel eher andersherum. Ich konnte nicht umhin zu merken, dass ihr ein wenig neben euch steht. Geht es euch gut? Mir geht es gut, das ist richtig. Ich hoffe, es ist nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Nun, wir haben doch alle unsere eigenen Süchte, nicht wahr? Und wenn wir uns schon im Schlund von Bahamut befinden, dann kann man doch zu diesen Süchten greifen, um sie zu befriedigen. Ja, das ist etwas, was ich durchaus verstehen kann. Doch bestehe ich darauf, nehmt etwas von Qualität. Ich brenne es selber. Ich denke, Qualität sollte nicht das Problem sein. Oh, wirklich? Sehr gut. Das freut mich zu hören. Er bietet Doch. dir eine kleine Flasche aus seinem Inventar an. Also breitet er mal seine Robe aus, greift in eine der vielen Taschen und reicht dir eine, ja, sowas wie ein Flachmann. Wollt ihr auch? Zu einem Schluck sage ich nicht nein. Ich denke, dass wir hier Freunde brauchen. Natürlich. Und ihr sagtet, ihr seid ein begabter Alchemist. Das ist so. Ich bin mir sicher, wir können einander sehr nützlich werden. So, ich muss gerade mal schauen, wonach das schmeckt, ob es überhaupt einen Geschmack hat. Nein, du stellst. Ich schau mal gerade auf die Zutatenliste. Es schmeckt ein bisschen schleimig. Du hast ein paar grüne. Ja, was ist das? Pflanzenreste zwischen den Zehen. Und du ziehst ein verkräuseltes Haar aus deinem Mund. Und du kannst dir für. Schauen wir mal nach. Für einen Tag bist du immun gegen alle Zauber, die in ihrer Zauberprobe die MR einbeziehen. Das heißt, deine Magieresistenz ist jetzt deine normale plus 21. Nett. Interessanter Geschmack. Ja, ich danke euch. Wie gesagt, ich bin ein fähiger Alchemist und wenn meine Fähigkeiten nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden und ich für meine eigenen Bedürfnisse produzieren müsste, er steckt die Flasche wieder ein und dann könnte ich vielleicht diesem Schiff wesentlich besser helfen. Auch als Kapitän hätte ich diesem Schiff besser helfen können. Oder mit dem Schwert, aber nun, wie gesagt, der aktuelle Kapitän hat hier vieles, was er mir nicht zutrauen möchte. Nun, es gibt viele Personen an Bord, die nicht zu ihrem vollen Potenzial genutzt werden, muss ich leider zugeben. Doch ich denke, das wird sich mit der Zeit legen. Wenn ich auf euch vertrauen kann und vielleicht über euch meine Ideen an den Kapitän herantrage, der euch doch sicherlich sehr vertraut, dann wird dieses Schiff sicherlich sehr bald sehr erfolgreich werden. Wie Ich gesagt, lächle. wenn ich über Göttertheorie ausführen möchte und er einen Prei aus Geweihten holt, dann ist das doch etwas, was ich, dann kann ich nicht ausführen. Ja, verständlich. Nun, ich stehe dort mit euch auf einer Seite. Wenn ihr Nun. irgendetwas braucht, sei es egal was, kommt zu mir. In mir habt ihr einen Freund. Was fertig. Dankeschön. Ebenso natürlich, solltet ihr etwas brauchen, zögert nicht, auf mich zuzutreten. Okay, dann gehen wir weiter an. Machen wir erstmal die Magier. Ich würde probieren, Magistrin Kohlrab zu suchen. Die hat den Vorarbeit geleistet für den ersten Wahrnamen. Ja, den findest du in ihrer Kabine, also einmal gegenüber des Schiffes auf der oberen Ebene und studiert da wohl gerade in ein paar Büchern.
und fertigt gerade ein neues Pergament an, wohl zu dem wahren Namen des Schwertes Yamshakwam. Aber das ist wohl noch nicht so weit fortgeschritten, wie sie das gerne hätte. Sind die anderen auch dabei? Eldan? Ja, schieß mich an. Ja, höflich klopfen. Ja, herein. Ja, Magistra? könnt ihr das Ganze jetzt mal betreten? Ja, die werten Kollege. Die Umstände haben sich gegen uns verschworen. Dieses Ding ändert anscheinend seinen Namen. Ein Schutzmechanismus, vermute ich. Clever. Muss ich ihm lassen. Wo habt ihr zuerst den ersten wahren Namen herausgefunden? Hier? Oben bei den Steuerfrauen. Dort ist die Magielinie relativ stark und dort kann man mit dem einen oder anderen Odem, wenn man die beiden Schwestern wegsperrt, nun ja, eine Menge ausfinden. Zudem dann Analyse und der Oculus Astralis. Haben wir denn Zugang zum Steuerrad? Zurzeit wohl nicht, nein, aber nun, wenn wir wieder auftauchen, sicherlich. Könnt ihr es von hier aus erledigen? Oder von einem anderen Punkt im Schiff? Es gibt sicherlich noch andere starke Punkte, die werden allerdings noch gesucht werden müssen. Vielleicht sollte man sich an der Hauptastrallinie entlang tasten. Ich habe Gerüchte gehört über so etwas wie ein Herz. Dort könnte man sicherlich auch sogar noch einfacher Zugang zu dem wahren Namen des Schiffes bekommen. Wenn ich mich nicht irre, sollte es im zweiten Untergeschoss sein. Dort fehlt ein Bereich, also ein nicht zugänglicher Bereich. Ich nehme an, dass dort das Herz, alles auch die Nieren liegen. Wenn möglich, sollten wir den wahren Namen am besten herausfinden, bevor das Schiff wieder auftaucht. Wer weiß, wie es reagiert. Wir sollten uns umgehend an die Arbeit machen. Allerdings konnte ich keinen Zugang zu diesem Bereich entdecken. Ich weiß nicht, wie wir ihn betreten sollen, solange wir die Arche nicht kontrollieren. Wir müssten, so banal es klingt, vermutlich ein Loch in die Wand schlagen, schneiden, wie auch Brennen. immer. Oder brennen. Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. Allerdings wäre vermutlich die Unterstützung zumindest des Rondra-Geweihten oder des Discord-Geweihten, je nachdem, wer sich da bereit erklärt, sehr hilfreich. Wer weiß, was dort rauskommt. Eine gute Idee. Ja, ich bin, wie gesagt, hier noch mit der Thesis des Schwerters beschäftigt. Wenn ihr also etwas habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis dahin, stört mich bitte weiter nicht. Elda, darf ich euch so nennen? Gerne. Herr Kollege, gerne. Wollen wir uns unter Deck begeben und mal umschauen? Ich habe schon eine relativ genaue Idee, wo es sein müsste, aber ich würde mich für eure Expertise interessieren. Und dann würde ich ihn führen, also im Grunde da, wo ich gerade eben schon stand, alleine. Wolltet ihr Ahmad mitnehmen? Oder hat er was Bitte anderes wie? vor? Ahmad würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen orientierungslos durchs Deck laufen. Also entweder ihn oder den Chorgeweihten. Ich würde einfach nach beiden fragen, den nächsten Matrosen, den ich treffe. Guter Herr, habt ihr die Bordgeweihten gesehen? Den Rondrianer und den Chorgeweih suche ich. Ja, wenn Ahmad sich anschließen will. Klar, warum nicht? Gut, dann hat Ahmad gerade Zeit und wird dann weitergewiesen. Und Blutschluck, keine Ahnung, wo Blutschluck ist, wahrscheinlich in der Waffenkammer. Gut. Ja. Ich nehme an, Dann. ich weiß nur, dass dieser Bereich hier im Grunde, da müsste eigentlich Platz sein, richtig? Da müsste eigentlich Platz sein, ja. Also so Irgend gut ist deine Orientierung dann doch auf dem Schiff. Von der Größe 70 Meter, da fehlt ja dann doch schon ein ziemlich großes Stück. 20 Meter. Hier müsste es sein. Die Frage ist nur, wie kommen wir ins Innere? Ich klopfe mal die Wand ab, aber die Wand klingt hohl, massiv. Die Wand klingt massiv, ja. Du kannst mal Holzbearbeitung oder Zimmermann würfeln.
Denn Ephadaios hat diese Tür versteckt mit seinen eigenen Fähigkeiten. Dementsprechend ist es jetzt eine konträre Probe. Ja, da ist er einfach der meisterhafte Zimmermann, der seine Tür da ins Holz gearbeitet hat, sodass sie nur mit einem richtigen... Ja, wenn du sie richtig abgeklopft hättest, dann hättest du sie vielleicht finden können, aber mit der Probe wird das nichts. Ich bin nicht so ein guter Zimmermann. Ich nehme an, die Tür müsste hier irgendwo sein, aber ich kann sie weder sehen noch hören. Wie soll man denn eine Tür hören? Indem man auf das Holz klopft. Sie müsste ja eigentlich, hinter ihr müsste es ja eigentlich hohl sein. Allerdings könnte das Schiff natürlich in diesem Bereich verstecken, ist vielleicht das falsche Wort, besonders schützen. Wenn ich recht habe, sollten dort unten die Nieren sein. Die scheinen ja für das Schiff sehr wichtig zu sein. Hier hinter sind die Nieren? Nehme ich an, zumindest laut meinen Berechnungen. Allerdings, wo genau in diesem 20 Meter Bereich, kann ich nicht sagen. Vielleicht in der Mitte, vielleicht an der Wand. Bin nicht klar. Man würde Achmann das jetzt erstmal auf die altbewährte Methode versuchen. Steuerfrauen, öffnet einen Pfad für uns, der zu den Nieren führt. Nein. Nein? Ihr wollt also, dass ich diesem Schiff wehtue, euch wehtue? Nun denn, wenn ihr es nicht anders wollt, ja, mit den Worten ziehe ich dann Aluk Heysham alias Sifa. Ja, und schneide dann mit dem Kündschammer mir eine Öffnung. Hast du das Schwert, das neue Doppel-Consumer-Säbel, hast du das genauso genannt? Stimmt. Ja, müsste ich mir eigentlich einen anderen Namen ausdenken. Das andere hat es ja verschickt. Ja, das habe ich abgegeben. Bräuchte ich mir noch einen anderen Namen. Ja, also ich nenne es so lange weiter, so bis mir ein besserer Name einfällt. Okay. Oder es ist einfach das namenlose Doppel-Consumer-Schwert. Ja, also ich würde jetzt einfach da den Doppel-Consumer rausholen und ins Holz rammen. Ja, du merkst, wie dein Schwert wie Butter durch das Holz geht und schwarze Flüssigkeit nachfließt, auch an deinem Schwert entlang. Macht das irgendwelche Geräusche? Die Flüssigkeit nicht, nein. Ja, dann würde ich jetzt erstmal weiterschneiden. Ja, du merkst, wie wohl die schwarze Flüssigkeit wie Harz versucht, wieder das Ganze zu verschließen. Das geht relativ fix. Also es ist schneller, als ich da ein Loch schneiden kann. Ja, das ist schon ein bisschen zäher, aber du merkst, wie das zumindest nicht auf Größe geht, dass man da durchgehen kann. Und das Holz um dich herum windet sich jetzt auch gerade und du merkst, wie wohl gerade ein paar Seile, die hier eigentlich zum Spannen der Kisten benutzt worden sind, zum Spannen der Rotze, damit die hier nicht umherfliegt, ja, sich gerade so ein bisschen erheben. Beziehungsweise würfel mal Sinnschärfe Probe. Wir schauen mal, ob du das überhaupt mitbekommst und die anderen können das auch würfeln. Nee, Sinnschärfe. Das sehe ich eh nicht. Oh, vielleicht doch? Nee, nicht mit der 1. Was mit den anderen? Sinnschärfe? Wenn das in deinem Rücken ist. Ja, hallo, oder nur für die da sind? Nur für die, die da sind. Okay, das reicht auch nicht. Verdeckt oder offen? Oh, mach mal offen. Ja, du kannst das mitbekommen, in deinem Rücken bewegen sich jetzt Seile und Taue. Wie eine Schlange schnellen sie nach oben, die gerade aus ihrem Korb herausguckt. Und ja, bewegen sich jetzt auf euch zu. Meine Herren, die Seile hinter uns scheinen sich zu bewegen. Ich denke, wir sollten uns Unterstützung holen oder diese vernichten. Und ich zeig mal auf die sich bewegenden Seile. Ich würde die Stelle anfassen, wo du gerade geschnitten hast. Also nicht gerade in dieses schwarze Harz rein und einen Corpo Frige wirken auf das Holz. Dann gerne. Was tut der Corpo Frigo? Einfach einfrieren. Genau. Dauert, glaube ich, 4 Aktionen. Aktion, okay. Dann würfel ich einfach mal für, ihr seid 3 Leute, dann nehmen wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tower.
Zwei Stück. Und zwar beide auf. Mach einfach mal von unten nach oben. Das ist gerade ziemlich ungünstig. Beide, während du deine Hand hineinstreckst, die Arche bemerkt wohl, wie du gerade das zufrieren willst. Wirf mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Um deine beiden Beine schlingen sich jetzt Taue. Lebende Taue. Und sie verursachen gar nicht so viel Schaden. Wobei, das ist ganz gut, die sind nicht angekommen, weil ich nicht in die Box gewürfelt habe. Einmal 4 plus 5 plus 4 sind 9 und einmal 3 plus 4 sind 7 TP. Hoher. Und ziehen sich zu. Und dann nach ihnen schlagen. Ja, wie sieht das so mit deiner Wunschwelle aus? Die ist bei Sekunde. Kann auch sein, dass du eisern bist, ne? Ja. Yep. Wunschspieler ist bei 9. Ja, dann kein Problem. Ja, schmerzt ziemlich, als sich die zuziehen und ja, könntest nach ihnen schlagen. Parieren werden sie nicht, denn sie haben dich umschlungen und ziehen dich so ein bisschen oder versuchen dich dann jetzt nach und nach in die Kisten hineinzuziehen, was dann höchstwahrscheinlich sehr schmerzhaft wird. Mach gerne Schaden, sie parieren nicht, sie haben keine Parade. Mhm, Schaden. Was machen die anderen an der Zeit? Ich hätte eigentlich gedacht, dass die sich um diese paar Seile kümmern können, nachdem ich dann gesehen habe, dass eine dieser Seile gerade, was auch immer, mit den Beinen von Abel mir gemacht hat. Ja, der hat gerade seine Hand in die Wunde reingelegt. Corpo, was zum? Und wird jetzt gerade weggezogen. Das sieht irgendwie nicht so gut für ihn aus. Ich denke, ich helfe ihm mal. Und ja, ich würde erstmal meinen Doppelpunch-Hammer aus der Wand rausreißen und wie ein Wilder erstmal nach den Seilen, die mich angreifen, hacken. Ja, ja, wie gesagt, angegriffen wirst du auch, die haben nur nicht getroffen oder haben nicht so dermaßen Schaden gemacht, sondern haben sich jetzt einfach nur leicht um dich gelegt, um dein Bein. Und ja, dürft gerne auch Schaden würfeln. Ja, ich sehe gerade, ich habe den... werden zur Kenntnis genommen. Kann Eldon natürlich auch machen, denn auch er wird angegriffen. Okay, sind die anderen, greifen die anderen vor mir an und ich sehe, was für einen Effekt haben ihre Waffen? Also das ist der Effort-geweihte Doppelkontiomer, ne? Ja, genau. Ich hab keine Ahnung. Der schneidet durch die Seile, durch die Schlangenköpfe, also neben der Taue, und da sind sie dann zumindest abgetrennt, die Köpfe von den Tauen. Bewegen die sich danach noch weiter? Die unteren Glieder ziehen sich dann langsam zurück. Die werden kaputt gehackt. Bin ich umschlungen oder ist es noch meine Möglichkeit, mich zu bewegen? Du bist umschlungen, aber du kannst dich noch bewegen, weil noch haben sie nicht festgezogen. Okay, hast du also, wie gesagt, noch keinen Schaden bekommen. Achso, aber weglaufen ist nicht drin. Doch, dann könntest du dich enttüdeln. Bei Abelmir ist das zumindest gerade noch nicht der Fall. Ja, ich würde die Seile von meinen Beinen entfernen und erstmal einigen. Im Grunde will ich eigentlich nach oben laufen und Verbündete holen. Gut, dann würfel mal Athletik und wenn du das schaffst, dann bist du entkommen. Und wenn nicht, dann dürfst du weiter angreifen. Ja, Abelmir schlägt mit seinem Säbel auf die Seile, da passiert nichts. Und auch Eldern versucht sich zu lösen und verheddert sich ein bisschen, stürzt zu Boden. Derweil schauen wir doch mal, was oben passiert. Du hattest den Praios-Geweihten noch einmal gebeten, hier zu bleiben. Ja, mal wieder. Euer Gnaden? Ja, das kann ich euch schon. Ich nehme an, ihr seid über den Hergang der Dinge in Pericum vollständig im Bilde. Was sagt ihr? Meine Ohren sind schlecht. Nochmal. Ich nehme an, ihr seid über den Hergang der Dinge in Pericum vollständig im Bilde. Ja, mir wurde was zugetragen von den Söldnern, dass wir aufgebrochen sind. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hatte, aber ihr seid ja wieder freigelassen. Von daher nehme ich an, dass alles in Ordnung ist. Nun, gar so sehr war das leider nicht. Der Reichserzadmiral sah es wohl
als ein gegebenes Recht an, die Kontrolle über dieses Schiff zu beanspruchen. Und als ihm diese nicht gewährt wurde, hielt er es für opportun, uns im Kerker festsetzen zu lassen. Das müsst ihr euch erst einmal vorstellen. Er hat einfach Adlige zu den gemeinen Piraten in den Kerker sperren lassen. Nun gut, jedenfalls hat der Markgraf von Warung uns dann freundlicherweise aus diesem Kerker entlassen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das alles mit rechten Dingen zuging. Darf er das denn? Euch entlassen? Wenn er der Markgraf von Warung ist, dann ist seine Zuständigkeit doch eigentlich in Warung. Ich habe die Vermutung, dass er die Wachen eher einfach bestochen hat. Was sagt ihr? Könnt ihr das beweisen? Nein. Deswegen sagte ich ja, ich habe die Vermutung. Dann werde ich mich einmal mit ihm unterhalten müssen, wenn ich wieder in Garrett bin. Das kann ja nicht sein. Jedenfalls fragte ich mich, ob aus dieser, wenn auch unrechtmäßigen Gefangenschaft zu fliehen, wirklich die richtige Vorgehensweise war. Sicherlich nicht. Ihr hättet sicherlich auf euren Prozess warten müssen. Und er wird eines Tages stattfinden, aber bis dahin kann ich mich ja schlecht wie irgendein gemeiner Tagedieb in den Kerker sperren lassen. Nein, ihr müsst warten, wie alle anderen auch. Was denkt ihr also, was wir tun sollten? Überantwortet euch denjenigen, die euch eingesperrt haben. Fahrt nach Perikop. Dann werden wir das wohl zu gegebener Zeit tun müssen. Die Sache lässt sich bestimmt von gegebener Stelle aus dem Weg, aus der Welt schaffen. Ja, und während du ja den Preisgeweihten verabschiedest, kannst du sehen, wie Kiaras gerade aus der Tür kommt, hat sich wohl gerade mit Jasper unterhalten und kommt mit leicht glasigen Augen dann ja wieder durch die Tür auf dich zu. Kiaras, würfel mal ein W10. Hoch ist nicht so gut. Okay. Schade. Ja, mit leicht glasigen Augen kommt er auf dich zu und strotzt vor Selbstbewusstsein. Das tue ich doch immer. Ja, Ras, bitte sagt mir nicht, dass ihr euch seine Ketzereien angehört habt. Ach, natürlich, habt ihr, warum frage ich überhaupt? Um die Ketzereien? Ah, bezüglich der Theorien? Nein, nein, nein. Darüber haben wir nicht geredet. Worüber denn dann wohl? Nun, ich habe ihn vor allem gefragt, was seine Expertisen sind. Ja, genau. Und vor allem auch über seine Meinung über unser momentanes Vorhaben. Arinoa. Ja. Jasper ist kein aufrichtiger Mensch. Und selbst seine eigene Gilde will ihn nicht haben. Er ist hier, damit wir auf ihn aufpassen können. Lasst euch nicht um den Finger wickeln. Hi, ich werde darauf achten. Gut. Seid unbesorgt. Ich bin unter sehr intrigenreichen Leuten aufgewachsen. Natürlich, natürlich. Und das ist noch eine Untertreibung. Sagen wir, solltet ihr jemals meine Tante treffen, glaubt kein Wort, was sie sagt. Und geht nicht mit ihr ins Bett. Warum? Nein, nein. Nein. Wir, nein. Und während Yalan die Bilder aus seinem Kopf verdrängen muss, schaut nochmal auf das Antlitz von Kiaras Carino, dem sehr herausragend aussehenden Mann. Kämpfen die anderen gerade unten um ihr Überleben?
So will ich das jetzt nicht ausdrücken. Die anderen beiden vielleicht. Die anderen beiden vielleicht, alles klar. Abelmir und Eldan sind weiter beschäftigt mit den Seilen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, alle treffen. Oh, scheiße. Alle treffen, alle ziehen sich zu. Ja, versuch gerne zu parieren. Du weißt jetzt, dass sie angreifen, du weißt, dass sie wehen tun können. Du kannst versuchen, deinen Säbel dazwischen zu schieben. Ah, das eine war sogar ein Crit. Seile critten nicht. Okay. Seinen Säbel wegschmeißen kann man allerdings trotzdem. Ja, Abel, mir schafft es nicht zu parieren und es tut weiterhin weh. Was ist mit Eldan? Ja, ich könnte maximal mit meinem Stab parieren. Da ist die Wunde. Au, 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 au. Ich probiere es mal, meinen Stab dazwischen zu schieben. Meine kaputt gehen würde schon nicht. Nee, das kann er nicht. Aber ja, auch du merkst wohl, wie du den Stab nicht ganz zwischen die Seile bekommst. Jetzt hast du dich wieder auch verheddert. Und zwei der Seile, die sich jetzt um dein Bein geschlossen haben. So, die 3 plus 4 sind 7, sind einmal für Abelmir und noch einmal C. Oh Gott, du bist vielleicht gleich tot, oder? Wir sterben an Seilen in der Arche. Nicht mal irgendwie cooler Gegner, nein. Und einmal 5 und 6 SP, beziehungsweise TP. Ich vermute nicht, dass du Rüstung hast. Bei Eldar. 5 und 6. Okay. Ey! Also, ist das eine Wunde oder so? Nee, meine Wunschwelle ist 6. Also, Ahmed schaut mal so nach links und rechts und genauso hat er sich Magier vorgestellt. Ja, wie gesagt, du hast gerade die Köpfe der Tower abgeschnitten und schaust mit fassungslosem Blick zu, wie die jetzt von diesen Seilen in diese Kisten gezogen werden, damit sie auf Nimmerwiedersehen zwischen irgendwelchen ja, tonnenschweren Gewichten zermalmt werden. Jetzt ist die Frage, wer von den beiden sieht mehr aus, als hätte er gerade richtig hart... Ich glaube, Abel, mir ja. Das Bein stirbt gleich ab. Ja. Ich glaube, genau, ein LP. Achso, bist du ohnmächtig? Da bist du, ach nee. Ja, hab Tonrüstung, ein Punkt nur. Ich weiß gar nicht, Eisern kannst du noch unter 5 LP kannst ja. Du dann noch bei Bewusstsein bleiben, ne? Dann mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, Eisern brauchst du dann keine Selbstbeherrschung. So ohne eine Wunde im Bein. Also, ja, also wenn du jetzt. Also, wenn er eine Wunde hat, muss er eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, für die Wunde schauen. Wenn du Abel mir jetzt nicht befreist, dann ist er demnächst verschwunden und zerquetscht. Ja, dann muss ich mal versuchen, ihn zu retten, ne? Mach mal. Das wäre ganz fett. Die Seile haben keine Parade, wie gesagt. Einfach ein normaler Angriffswurf. Genau, es ist eine Aktion Position, damit du hinterherkommst und dann kannst du einmal angreifen. Kann ich mir einen 15er Wuchtschlag ansagen? Toll, wow. Kurz, du musst 20 TP, 20 SP musst du machen, damit du den kaputt schlägst. Das ist normalerweise nicht einfach zu schaffen, aber du hast ein F-verteiliges Schwert und dementsprechend wird alles verdoppelt. Also 10 TP musst du 10 TP musst du machen. Dreier Wuchtschlag. Das wären plus 3, 16, 6. Nee, 32 Schaden mache ich gerade. Ja, schnipp, Seil ab. Ja. Gut, dann ist Abelmir ja. Befreit und... Keine weiteren Blicke verschwendet auf Abelmir, wird dann auch direkt zum anderen Magier gesprintet. Ja. Da darf Eldan nochmal versuchen, eine Attacke zu würfeln, wenn er möchte. Kann ich mich irgendwie befreien? Möchtest du jaulen? Möchtest du einen Zauber wirken? Ich möchte eigentlich nur die Seile von meinem Bein entfernen. Ja, dann machen wir 20 SP. Ansonsten, du bist gerade von dem Seil umschlungen.